Hallöchen, Freunde, und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Factorio Multiplayer mit der Kampfratte und dem Wesley. Hallo. Hallo, muss weg. So, wir sind stolze Besitzer von Kampfrüstungen, voll ausgepimpt. Letzte Folge noch fertig geworden, sehr nice auf jeden Fall. Ich bin voll zufrieden mit den Dingern. Ja. Da. Tragbares Solarpanel. Ah, da war ich im Prank. Nachtsichtgerät, cool. Jetzt brauche ich nur noch persönliche Robis. Okay, dann baue ich schon mal da hinten den Bahnhof. Den Bahnhof. Wir haben nämlich übrigens gerade Bad-Hof. beschlossen, dass wir das Kupferfeld, was der Wesley hinten schon angeschlossen hat, nicht mit Fließband hier hinten rüberlegen, sondern dass wir den Zug von hier unten abgreifen und dann quasi hier nochmal einen Bahnhof hinmachen. Weil der Benny hat hier schon so eine schöne Ausladung hingezwiebelt. Ah, Hä, was ist denn hier nein. los? Wir hatten den hier Kohle. Ah. Ich binde ihn mal um, dass der nicht wieder angefahren wird. Nee, der darf nicht Kohlebase heißen. Oh nein. Herrlich. Jetzt haben wir da einen Haufen Kohle. Ja, wir starten direkt wieder voll durch hier. Ihr seht das schon. Alles wieder Pro Der Gaming auf Failomat allerhöchstem hat schon Niveau wieder. hier. Der Failomat hat wieder zugeschlagen. Wer hier Low Gaming erwartet, der wird leider enttäuscht. Hier kommen die heftigsten Typen, ey. Muss ich da einen Kopfbahnhof bauen? Kannst du ja. Kann ich oder muss ich? Am besten musst du. Der Kopfbahnhof ist doch viel besser, oder nicht? Ich frag nur. Okay. Kein Grund, gleich ausfällig zu werden. Angriffe. Chill Achso, da oben. mal. Ja. Achso, da oben. Na, der Wessel wieder irgendwelche Türmchen vergessen, die er irgendwann mal hingepflanzt hat, ja. Ach lol, das kann möglich sein. Und wir wundern uns, dass wir hier zu wenig Eisen haben und er knallt das Zeug da raus. Das ist So. typisch Wesley. Ja. Ich frage mich immer, ob wir was anderes erwarten, aber irgendwie sind wir es doch gewohnt so langsam, oder? Ja. Ich habe mal das Eisenband geupgradet in Blue. In der Hoffnung, hier kommt ein bisschen mehr durch. Es sieht gar nicht mal so schlecht aus. Was aber schlecht aussieht, ist hier tatsächlich die Kohle. Die ist ja wohl mal völligst am Ende hier. Also, die pustet aus dem letzten Röhrchen. Im allerletzten Röhrchen. Erdröhrchen gesagt. Nein, Strohhalm. Heißt Strohhalm. Strohhalm. Ja, Stahl läuft, alles tutti. Was nicht läuft, ist das. Ja, Wesley-Schmelze. Ah, die Batterien laden so langsam. Sehr schön. Sehr schön. Das heißt, das Exoskelett, das läuft jetzt. Drei Türme sind in einen Kampf verwickelt. Habt ihr schon Kupferbase? Bahnhof? Kupferbase, ich benenne um in Kupferbase. Ein Moment. Ein Moment. Wartest du noch? Ja, ich warte noch hier. Willst du erstmal die Kohle loswerden, wa? Ja. Ah, habe Kupferbase. ich jetzt den einen Strommast gefunden, der. Ja, der war für alles hier, für ganzen Bahnhof. Alles tot! So, hier kommt noch ein bisschen Kohle raus. Da kommt auch noch Kohle. Oben ist dann jetzt gleich leer. So, unten halt noch. Kommt der Zug schon, Wesley, oder? Nee. Gleich. Wir müssen hier noch diese Katastrophe ausbügeln.
Alles voll. Alles voll. Einfach alles voll. So, Zug wird schon beladen. Ich habe noch was rausgefunden. Echt? Wenn man die Maus einfach, wenn man zum Beispiel Kohle in die Öfen tut oder so und die Kohle in der Hand hat und einfach Steuerung gedrückt hält und die Maus gedrückt hält, kann man einfach drüber rennen. Man muss nicht jedes Mal klicken. Ach, ich glaube, das ist neu. Das war früher nicht so, oder? Nee, ich meine nicht. Ich glaube, das ist neu. So, nächste Tipps und Tricks. Moment. Meine ich hätte das irgendwo in einem Update gelesen. Die Wesley kann lesen. Direkt halten. Alter Benny. Für Kisten. So. Ach, ist das schön. So, Kohle dürfte jetzt leer sein komplett. Das heißt, du kannst wieder umbauen. The Bernie. Yep. You can. You can have... So, wir brauchen noch. Hast du noch ein paar Stapel? Stapelnde habe ich noch 5 an diese Zahl. Oh, gut. Dann hast du noch einen übrig, wenn du fertig bist. Ja, klasse. Dann weißt du, wie er aussieht. Wahnsinn. Kann ich direkt mal ein paar neue basteln. So, ich muss mir... Genau, ich bastel erst... Warte mal, du hattest doch... blaue hattest du automatisch, ne? Jawohl, hier sind sie. Das heißt, wir können theoretisch mit grün... Das hätten wir da. Nur rot... Ja, okay. Oh, warte mal, Zahnräder. Nee. Hiervon noch ein paar. So. Dann können wir ein paar Stapelnde bauen. So, sehr schön. Hier fehlt irgendwas zum Verbrennen. Sehr schön. Aha, warum geht denn hier mein Saft runter von meine Batterien? Was ist da los? Vielleicht könnte ich mal 2er Batterien bauen. So, ich könnte den Zug jetzt losschicken. Ja. Ja, mach doch mal. Dann Kohlebase, Vitalea. Nee, Kupferbase, nicht Kohle. Aber zum... Kohle. Nee, kommt kein Eisen mehr. Ja, ja, wegen Umbau geschlossen. Achso, wegen Umbau geschlossen. Ja, okay. Kupfer AP rechts, ne? Warte mal, sollen wir die zwei hier zusammenführen, Benny? Welche zwei wo zusammenführen? Kupfer oben und unten. Dass wir quasi 2 fertige Bänder haben. Oder wolltest du 4 fertige haben? Wir hätten dann 4 fertige. Okay. Dass hier der Wesley dann gleich mal direkt loslegen. Seine Schmelzen richtig lospowern lassen kann. So, er fährt los. Sehr gut. Wir warten sehnsüchtig auf ihn. Oh, ich brauch Stapelknickis. Stapelnde Knickis. Tja, habe ich gerade einen Stack von gebaut. Ich glaube, da kommt der Zug. Nee, das war der nicht. Das war er nicht. Das sieht so schön aus, wenn der dann so schön symmetrisch ausgeladen wird. Ja, ne? Wunderprächtig. Wo kommt denn dein Kupfer? Ach, da kommt der Kupferzug. Wow. Hat der Drucker den jetzt eingefärbt oder nicht? Nee, natürlich nicht. Hey. Ja. Nur am Meckern. Man kann auch nicht alles erwarten, ja. Also wenn die muss dann irgendwo müssen Abzüge her.
Und los geht's. Whee. So, also, und jetzt, weg mit dem Zeug, oder? Ja, ich würde die auch noch hier nach unten führen und dann können wir da unten mitmachen, was wir auch immer damit machen wollen. So ein Untergrundwirrwarr. Das muss so. So, ich würde eine Line hier rüberziehen und die damit anschließen. Wesley wurde aus dem Spiel geworfen, steht bei mir immer wieder oben. Bei mir stand Kampfratte wurde aus dem Spiel geworfen. Bei mir habe ich nicht geguckt, was da stand. Aber da stand was, das habe ich aber gesehen. Wesley wäre mir lieber. Ja, irgendwen schmeiße ich noch raus. Gucken. Gut, das würde bedeuten, ich hätte dann Feierabend. Nee. Warum nicht? Heute ist, dauert noch. Das kannst du knicken. Mit gelben oder mit blauen? Grün. Only grün. So, Wesselschmelze, ne? Ja, Wesselschmelze. Ja, hier sind drei Kupferbänder. Wird benötigt. Kupfer ist am Start. Wesselschmelze ja. Noch nicht, da passt irgendwas nicht. Wo soll die denn hin? Ja, rein theoretisch können wir doch hier dieses Konstrukt hier abschaffen und die Kohle sparen, oder? Ja. Nee. Wenn wir die Wesley-Schmelze haben auf jeden Fall, aber wo soll die hin? Nee. Und dann hier stattdessen eine Mini-Wesley-Schmelze hier rein. Wo soll die hin? Unter die Eisen. Und wenn wir die Eisen vergrößern wollen? Dann noch weiter unter die Eisen. Oder links. Da wo im Moment gerade dieses blöde Uran ist, das kein Mensch braucht. Aber da kommt eventuell die Erweiterung von dem Bahnhof noch da unten, je nachdem wie viel wir brauchen. Ja. Also unter Uran, oder? Unterm Uranfeld. Haben wir aber ja. viel Fließbandwege, ne? Du meinst, wir hätten dann gleich vom Kupferfeld hier. Oh. Weißt du? irgendwas ist mit dem Jungen nicht richtig hier. Frisst das. Auf, ja, weißt du, einer unserer Kunden ist der Landesnaturschutzverband. Wenn ich das denen erzähle. Die kommen vorbei, Wesley. Ja. Da kennen die nichts. Da sind die schmerzfrei, die Freunde. Ey, ist er gerade wegen dem Feuer im Fisch gestorben? Was? Kein Scheiß. Pass auf. Macht keinen Scheiß. Hier in dem Gewässer. Oh, hier ist ein Fischi drinne. No. Jetzt ist er. Warte, bis er sich vermehrt hat. Da ist noch einer. Meiner. Oh mein Gott. Wir sind Fisch. Du bist doch jetzt Angler. Ja. Ja, genau. Ist das jetzt ein Augen, fünf Auge oder wie? Nee, hier der acht Auge. Nee, der neun Auge. Neun Auge. Mit den acht Augen. Zu erkennen an seinen acht Augen. Kein Scheiß, Leute. Der ist tatsächlich ein Fisch, der heißt Neunauge. Aber wenn ihr mal an der Seite guckt, hat er acht Augen. Also es sieht aus wie Augen, aber da sind acht. Das ergibt keinen Sinn. Ja, und sein eigenes echtes Auge auch noch dazu, oder? Wenn du ihn von der Seite anguckst. Ja, er hat sein echtes Auge und sieben Löcher. Guckt ihr gerade nach dem Achtauge oder was? Nein, wie gesagt, meine Ex-Freundin hatte auch einen Angelschein. Achso, warte. Ich google mal, ich habe ja Zeit. So. Wie heißt der? Der Neunauge? Ja. Plus Neunauge. Plus Neunauge? Hm, genau. Plus Neunauge, da haben wir. Könnt ihr ja alle mal nach googeln gerade, dann seht ihr mal, wovon wir hier quatschen. Ah, das ist so ein Aalding, ne? Genau, eine Art Aal. Aha, schmeckt der. Diese Löcher an der Seite sollen geschützt. Also seine Augen sein, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, passt doch. Hä? Ja, 7 an der Seite und 2 Augen vorne am Kopf. Was ist denn nicht los mit dir? Was ist denn da? So 10, der hat aber an jeder Seite hat er diese 7 Löcher. Ja. Hätte ich nicht nur an einer. Dann hat er halt 2x8. Vielleicht hat er an der Schwanzflosse noch einen, weiß ich doch nicht. Eigentlich hat er 16 dann.
Aber an einer Seite hat er 8. Da kommt noch so ein helles Uran-Bobbelchen-Dingens da. Oh mein Gott. Jawoll! Wir haben schon zwei Kisten voll. Ja, der Wahnsinn, es ist ja da. Zwei Kisten mit Hellen voll. Also in zwei Kisten sind solche Bobbel drin. So. Ja, ich verstehe. Klingt aber besser so. Ja. Wer legt das Kuvert hier mal runter? Ich bräuchte mal so ein paar Baurubis und wir werden irgendwas geht hier die ganze Zeit kaputt. Alter, die machen uns immer Schrott. Da kommt schon blaue, ja. Das schaffen die nicht mehr. Wir müssen hier das hier upgraden. Wir brauchen mehr Damage. Wir brauchen mehr Power of the Kanone hier. Willst du an den Rohren vorbeibauen? Mit Untergrund oder was? Na, dann machen wir halt hier. Denn vorher. Oder ausweichen. Ausweichen ist eigentlich besser. Warte mal. Irgendwas wollte ich doch gerade bauen. Ja. Na? Wir noch alte Baurubis haben. Ah, jetzt. So, 3 auf 4 aufteilen, ne? Oh, da haben wir da irgendwo eine halbe Welt. Ich schaff's immer, die Strommasten genau zu finden, ja? Die alles versorgen. Ja, versorgt doch nur diese Ding da. Wenn wir auf der Karte gucken, was hier so stromtechnisch. Ja, an die Wessel schmelze und alles, was da drunter ist, geht auch nur ein so ein popeliges Kabel. Ja, nicht, dass es irgendwann mal einen Kabelbrand gibt oder so. Was für ein Querschnitt von unserer Produktion aus geht übrigens auch nur ein Kabel über die Forschung und von der Forschung aus erst in die Base. Ja. Und von der Base aus hoch zum Öl und vom Öl erst auf die Mauer. Und nach allem anderen Zeugs. Dadurch, dass wir eigentlich an der Ausladung ja jetzt doppelseitig Pufferkisten haben und an Kohle immer noch keinen Puffer haben, wäre ich stark dafür, dass wir da doch endlich mal einen Kohlepuffer hinbauen. So à la, wie wir es bei Eisen gemacht haben. Ja, ich habe ja schon mal gefragt, aber das war nicht so gewollt. Doch, ich will. Ja, doch. Er will. Dann ich mache, kein Ding. Ich bau Puffer. Okay. Wenn ich eins kann. Ich mag Puffer. Dann Pufferkisten bauen. Das Kartoffelpuffer. Wenn ich nichts kann, aber da. Sagt man mir doch schon was nach. Wie viel brauchen wir von den leuchtenden Uran-Dings da? Leucht 41. 41? Wir haben erst 5. Kupfer rennt gleich wie Schmitz Katz. Nein, ich habe keinen Brennstoff mehr. Ich kann den Wald nicht mehr abfackeln. Gott sei Dank. Verdammt. Ein Glück. Was forschen wir denn als nächstes? Ja, hier, wir brauchen Schaden für Geschütztürme und so, ne? So, müssen wir das nur noch verlegen. Was musst du verlegen? Kupfer nach oben. Nach oben? Das ist jetzt aber auch geschickt. Könntest du mit Robis dahin bringen lassen? Ne. Was? Da das dreht dann aber einer frei. Was ist mit dir denn nicht richtig? Das fragen wir uns schon seit 3 Aufnahmefolgen und noch viel länger. Ja. Schon sagen, ist auch länger als 03. Geh hoch. Mitten rein, mitten durchs Feld. Scheißegal, ob Moon heiligt oder nicht. Können die eigentlich schon abreißen? Können wir hier dran vorbei? Scheißegal. So. Wie schließen wir das an?
Da, wo es Sinn macht. Oder wollen wir das wirklich hier abreißen? Ja. Dafür haben wir ja Bauroboter. Wie bitte? Aber ich will schon wieder alles abreißen. Ich guck lieber nicht dahin. Reißen wir ab, ne? Wir müssen ja nur die Öfen von Hand abbauen. Warum? Weil die Roboter sonst einen halben Tag hier abbauen. Danke, John. Oder? Nee, dann reißen wir erstmal. So, erstmal kappen hier. Leerlaufen. Leerlaufen. So viel Roboter haben wir nicht. Was ihr macht. Nix, geh weg. Nee. Achso, halt, willst du Eisen auch? Nee. Nein. Kupfer. Was ist hier los? Oh mein Gott. Bum. Oh mein Gott. Ja, toll, meine Rubis holen jetzt auch den ganzen Schrott hier raus. Ja, meine auch. Toll, ey, das ist Wesley. Was denn? Guck, wie schnell das geht, ey. Ja. Zack, alles weg. Ja, es ist... herrlich. Dann baue ich hier aber einen vernünftigen Puffer hin. Dann kannst du den Puffer erweitern. So. Wenn schon Platz, dann nutze ich den auch. Wenn ich schon mal am Puffern bin, dann... Wieso habe ich eigentlich 52 Uran von diesem dunkelleuchtenden? Warum du das hast, oder was? Ja. Wenn wir in Kiste bringen. Ab in Kiste. Wir haben schon 6 von den hellen. Cool. Macht er so komische Geräusche? Weiß ich nicht. Warum macht er die? Der macht keine komischen Geräusche in der Aufnahme. Was soll das hier? Wir nehmen auf hier. Das ist für die Leute. Da kann man nicht so einen Quatsch machen. Wesley, halt. Was? Wir machen hier gleich noch eine schöne Pufferkiste. Ach so, ja. Hier. Ja, hier haben wir doch eine schöne. Ich warte gerade nur, dass das alles ausgeladen ist hier. Ja, also. Genau, lass mal den. Oh, guckt euch das an, Leute, hier. Die schöne Kohlepufferei hier, richtig geil. Pufferei, ey. Ja. Meine Pufferei. Hier, da geht mir einer ab, wie hier gepuffert wird, hä? Einzige, was wir machen müssten, wäre das Band hier, was zukommt, noch in blau machen. Das wäre noch machen. Geht nicht, kann nicht dagegen laufen, bin zu langsam. Was ist da denn los? Okay, wir bekommen hier also 2 Kupferbänder, wie ich das sehe. Ja, okay. Wir könnten theoretisch auch hier doppelt ausladen. Weil jetzt, wo wir die Schmelzen abgebaut haben, können wir ja noch ein 4. Band runterlegen, oder? Mit dem Kupfer. Theoretisch wäre so einiges machbar, in der Tat. Du ziehst jetzt einmal das Band hier rüber. Hä? Was denn? Ach, du machst aus dem 4er-Band, machst du ein 3er-Band. Das war auch schon vorher so. Nein. Och. Hier führte erst nur dieses eine Band, das nach rechts geht, führte erst weg. Das habe ich jetzt umgedreht. Das führt jetzt hier wieder zurück. Ja, willst du dann irgendwann hier ganz normal mit 4 Flitzebändern runterkommen oder sagst du, nö, 3 reicht? Ja, kann man später ja jemandem aufrüsten. Wenn's weil du muss. Hast ja hier an der Schmelze, hast du ja 4 Eingänge, das war ja wirklich optimal.
Wieso haben wir das dann nicht gemacht? Weil wir ursprünglich davon ausgingen, beziehungsweise ich mich nicht getraut habe, hier einfach die Kupferschmelze-Dingens abzureißen. Da hat der Luma noch Veto eingelegt. Ach, Baby. Ja, ja. Einfach machen. Ich hab mich nicht getraut, ich hab Angst vor dir. Nein, hey, ich bin ganz lieber. Ey, wirklich? Er hat gerade gelacht, Alter, oder was? Finde ich nicht witzig. Ich schon. Okay. Können wir hier sogar mit einem Doppelbandkupfer anliefern, oder? Was braucht denn eigentlich noch ein Arsch voll Kupfer? Kann man da irgendwas direkt versorgen? Ah, jetzt kommt wieder Kupfer. Jawoll. Wir brauchen eindeutig mehr grüne Schaltkreise. Ja, elektronische. Das muss jetzt erstmal wieder volllaufen hier und dann müssten die Grünen eigentlich auch wieder fluppen. Ansonsten müssen wir eventuell... Ja, können wir hier vielleicht ein bisschen Kupfer wegleiten und daraus dann Grüne machen? Das war aber schon vorher zu wenig. Ja, deswegen meine ich ja, hier so ein bisschen Kupfer nach rechts, wo ich gerade bin, abzwacken und dann hier grüne Produktion rechts von mir. Oder wo ich gerade hier... Ja, die grüne Produktion, die ist schon ordentlich. Die muss halt nur, die muss halt nur rennen, ne? Ja, da kommt zu wenig Kupfer. Kann man die irgendwie direkt versorgen? Dass man eine Kupferleitung... Ich pimpel gerade schon mal hier ein bisschen rum. Weil wir kommen ja mit zwei Kupferleitungen an. Und führen das dann nach dem Puffer auf eine zusammen. Kleinen Moment. So, jetzt sollte das hier rennen, wie Arsch. Wie Arsch, sag ich dir. Guckt euch das an. So, jetzt kommen auch wieder grüne Schaltkreise. Yay! Und wir sind mit der Special-Folge heute fertig. Ja, wie lange Überlänge? Ja, wir sind schon bei fast 30 Minuten. Oh. Yay! So, Puffer lädt, alles tutti, alles Konfetti. Wir sind fertig, Freunde. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Wo ist der Wesley? Ich suche ihn. Wo ist er? Der fackelt bestimmt wieder irgendwo rum. Irgendwo, da wo es brennt, ist der Wesley. Ah, ja. Da kommt er. Ah, hallo Wesley. Hallo. Hallo Wesley. Hallo. Er sucht Sprit. Sprit. So, Freunde, das wäre es gewesen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.